Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 76, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Stärkung von Investitionen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch ein Wohnrauminvestitionsprogramm, Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz WIPG. Das ist die Drucksache 6569 zu 6518 zu 6157, alles aus 19. Und ich bitte als Erstes um Berichterstattung vom Abgeordneten Caspar. Herr Präsident, Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf in der zweiten Lesung beschlossenen Fassung in der dritten Lesung anzunehmen. Danke, Herr Caspar, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Debatte. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Siebel für die SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr schön, dass wir kurz vor Ende der Plenarsitzung noch einmal das wichtige Thema Wohnungsbau aufrufen können. Wir haben leider wenig Hoffnung darauf, dass unser Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen Erfolg haben wird, aber deshalb möchte ich trotzdem hier noch einmal fokussieren, worum es geht, weil ein ganz wesentliches Versäumnis dieser Landesregierung im Hinblick auf die Realisierung der Schaffung von mehr Wohnraum in diesem Gesetz keinen Niederschlag findet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme auch noch einmal auf die Trilogie mit dem Hase und dem Igel zurück, aber erst einmal zu unserem Änderungsgesetzentwurf. Was Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht einsehen wollen, ist, dass wir vor dem Hintergrund des momentanen Zinsniveaus mit einer ausschließlichen Darlehensförderung nicht in dem Maße weiterkommen, wie es notwendig wäre, um die Herausforderungen zu wuppen, die wir wuppen müssen. Sie nehmen offensichtlich nicht zur Kenntnis, dass seit 1999 die Anzahl der Sozialwohnungen von roundabout 186.000 auf mittlerweile 92.000 Wohnungen zurückgegangen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um diesen Prozess nicht nur aufzuhalten, sondern umzukehren, ist es notwendig, auf eine direkte Zuschussförderung zu gehen. Und diesen Vorschlag macht die SPD-Fraktion mit ihrem Änderungsgesetzentwurf. Und Frau Hinz, weil Sie in der Debatte um die zweite Lesung es angeführt haben, dass wir sozusagen den Kommunen mit dem Vorschlag, die Tilgungen zu übernehmen, auch noch Geld hinterherschmeißen würden. Mit den 10 Millionen €, die wir vorsitzen sehen, wird 1% der Tilgung davon übernommen. Es ist nicht die vollständige Tilgung, sondern nach dem, was wir berechnet haben, 1% der Tilgung. Wir glauben, dass das ein solider und ordentlicher Beitrag ist, tatsächlich das zu erreichen, was wir alle gemeinsam erreichen wollen. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden über kurz oder lang werden Sie einsehen, wie das auch viele Kommunen und Kreise schon eingesehen haben, dass wir auf eine Zuschussförderung umstellen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber weil wir ja das auch in den Kontext anderer Maßnahmen gestellt haben, will ich Ihnen noch einmal erläutern, die Geschichte mit dem Hasen und dem Igel, bei der es ja so ist, dass wir der kluge Igel sind und Sie der behäbige und etwas arrogante Hase. Ich will es an einigen wenigen Beispielen erläutern. Erstens. Kapitalaufstockung Nassauische Heimstätte war ein Vorschlag, den wir unterbreitet haben. Sie sind dem gefolgt. Es war unser Vorschlag. Mietpreisstopp bei der Nassauischen Heimstätte, Vorschlag der SPD-Fraktion. Sie sind dem gefolgt. Kein Verkauf der Nassauischen Heimstätte war ja auch einmal im Gespräch. Sie haben es am Ende eingesehen, dass das kein guter Weg ist. Und heute erzählt die Wohnungsbauministerin, dass die Nassauische Heimstätte das wesentliche Regulationsmechanismus in Hessen ist. Dieser Einsicht sind Sie gefolgt. Sie haben angekündigt, die Überarbeitung der Richtlinien im Hinblick auf die Bindungsdauer und die Einkommensgrenzen, eine Forderung der SPD-Fraktion, der Sie, wir harren noch darauf,
folgen werden. Die Priorisierung des öffentlich geförderten Wohnungsraums, dem sind Sie im Wohnraumförderungsgesetz gefolgt. Und die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe, auch eine SPD-Forderung, der sind Sie gefolgt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt noch viel, es gibt noch so einiges, aber es fehlen noch wesentliche Sachen. Und ich glaube, Sie werden über kurz oder lang auch dem folgen. Ich nenne die Möglichkeit einer Milieuschutzsatzung. Ich nenne die Wiedereinführung der Wohnraumzweckentfremdung. Und ich nenne die Aktivierung von Landesflächen zum Bodenrichtwert, um das Problem der überhöhten Bodenpreise auch anzunehmen. Das sind Forderungen, die immer noch im Raum stehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird ein Einsehen geben. Und wenn es kein Einsehen gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wird die SPD in Regierungsverantwortung diese Sachen umsetzen. Wir nehmen es ernst. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Wir nehmen das ernst damit, dass Wohnraum und die Schaffung von Wohnraum das soziale Thema der nächsten Jahre sein wird. Und wir werden dort mit Kraft und mit Macht daran arbeiten. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Siebel. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Caspar zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Ihrer Rede, Herr Kollege Siebel, habe ich mich doch sehr beeilt, mich hier zu melden, was ich im Allgemeinen nicht mache, weil ich gern auch noch auf die anderen Redner eingehe. Aber wir haben ja über dieses Thema schon oft genug geredet. Inhaltlich ist zunächst einmal zu sagen, hier geht es um ein Programm in Höhe von 257 Millionen € Mittel, die das Land Hessen als Darlehen den Kommunen zum Zinssatz null zur Verfügung stellt. Die Kommunen sind nicht wie sonst bei vielen Programmen dazu verpflichtet, mit eigenen Beiträgen mitzuwirken. Insoweit ein sehr attraktives Programm für die Kommunen. Hier ist es eben nicht so, dass wie bei den sozialen Wohnungsprogrammen, die wir sonst machen, wir Wohnungsgesellschaften und private Investoren motivieren müssen, in den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu investieren. Und dort machen wir es ja so, dass wir über die Zinsverbilligung hinaus auch Tilgungszuschüsse geben. Herr Siebel, ich komme aber noch einmal zurück. Ich habe ja bei der zweiten Lesung Ihnen attestiert, dass Ihre Kenntnis zu der Fabel mit Hasen und Igel doch sehr beeindruckend war und dass Sie das gut geschildert haben, im Gegensatz zu den Ausführungen, die dann zur Wohnungspolitik kamen. Allerdings, nachdem Sie erklärt haben, Sie sind der Igel und wir die Hasen, da darf ich doch einmal darauf hinweisen, wie diese Story war. Da war es so, die beiden Hasen und Igel wollten einen Wettbewerb austragen, nämlich wer schneller am Ziel ist. Und der Igel, der hat schlicht und einfach arglistig getäuscht und betrogen, indem er einen anderen Igel an das Ende gestellt hat. Und wenn Sie sich in dieser Rolle sehen, dann haben Sie die Rolle richtig beschrieben. Danke, Herr Caspar. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Herr Lenders, Sie haben das Wort. Ja, schon wieder. Ja, meine Damen und Herren, Hase und Igel. Also, das habe ich jetzt auch mit Erstaunen feststellen dürfen und wahrnehmen dürfen, lieber Michael Siebel. Also, ich schätze ja wirklich über die Fachkompetenz. Aber dass ich mich für den ganzen Murks in der Wohnungsbaupolitik jetzt am Ende bei der SPD auch noch bedanken kann, den wir hier erleben müssen, das war mir bis dato nicht klar. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ihr euch jetzt sozusagen zum Urheber dessen erklären wollt, finde ich dann doch ein bisschen schwierig. Also, meine Damen und Herren, aus Kipp wird WIP. Sonst ändert sich nichts. So könnte man es eigentlich auch überschreiben. Denn am Ende wird hier ein bestehendes Förderprogramm fortgeschrieben. Es ist die logische Konsequenz. Deswegen kann man per se nicht unbedingt etwas dagegen haben. Aber ich glaube, wir haben hier ein so
so oft und schon an so vielen Stellen deutlich gemacht, dass das eben nichts bringt, permanent einfach nur Geld zur Verfügung zu stellen, dass es eben andere Rahmenbedingungen sind, die man lösen müsste, um endlich dann den Neubau von Wohnungen attraktiver zu machen. Den Ansatz, den die SPD jetzt verfolgt, ich kann das nachvollziehen, die ja sagen, lasst uns mal den Versuch unternehmen, die Investitionslücken zu schließen, die Kommunen bzw. Bauträgern entstehen von der Frage, was habe ich an Entstehungskosten für einen Neubau bis hin zu dem, was ich an Zins nachher erwirtschaften kann. Das Ansinnen kann ich nachvollziehen. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, 10 Millionen € werden dann bei Weitem nicht reichen. Weil, wenn man dieses Ziel verfolgt, müsste man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um die Investitionslücken dann zu schließen. Wenn man einfach nur, ich sage mal jetzt auch noch eine Tilgungsfreistellung noch damit in das Programm hineinnimmt, dann mag es ein Stück weit auf diesen Weg helfen, aber es wird nicht dazu führen, dass wirtschaftlich ein Neubau entstehen kann in Gegenden, wo ich sag mal, 10 € den Quadratmeter an Kaltmiete nicht erwirtschaften kann. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Und solange wir das nicht lösen, dass es auf der einen Seite tatsächlich es schaffen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Investoren gerne das Geld in die Hand nehmen, zu investieren, auf der anderen Seite auch einen Mietzins erreichen können, der dann auch wirtschaftlich ist. Nur wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir am Ende nicht dazu kommen, was viele hier immer wieder sagen, bauen, 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 das Angebot verbreitern. Meine Damen und Herren, da geht leider der Änderungsantrag der SPD ins Leere. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die Frau Kollegin Fressel-Heldemann hat das Wort. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also, ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass wir heute noch einmal von vorne anfangen. Ich lasse jetzt einmal die Märchenstunde, da ist hinreichend, oder die Fabelstunde, da ist hinreichend genug dazu gesagt worden. Ich möchte aber auf ein paar Dinge eingehen. Ich habe eigentlich gedacht, bis auf die grundsätzlichen Unterschiede, die sagen wir mal, zwischen der FDP und uns bestehen, wo ich denke, wenn man das einmal richtig bearbeiten würde, würde man auch da Gemeinsamkeiten feststellen. Vielleicht ist es auch eine Frage der Interpretation. Aber ansonsten bin ich eigentlich der Meinung, bin immer davon ausgegangen, dass wir ja schon irgendwie alle gemeinsam an einem Strang ziehen und vor allen Dingen das gemeinsame Interesse haben, die Not in der Wohnungslage zu beheben, und zwar möglichst schnell und möglichst mit vielen Mitteln, die möglichst vielen einem breiten sozusagen breiten Investoren, Wohnungsbauunternehmen und sonstigen Mittätern und Mitstreitern Zugang gibt. Dies ist durch den Masterplan, durch die Baulandoffensive, durch diverse andere Mittel, die Städtebau, Gemeindebau, Förderrichtlinien etc. ein riesengroßer Strauß an Maßnahmen, der dazu dient, um genau die Attraktivität für Wohnungsbau, für die Kommunen und Gemeinden, für die Akteure eben zu erhöhen. Und das ist auch gelungen. Das ist deswegen gelungen, oder man kann es daran ablesen, dass die Fördermittel auch sehr deutlich abgerufen werden. Und deswegen ist auch dieses einfache, aber wirkungsvolle Gesetz notwendig, nämlich die Verstetigung der Mittel, die wir in den vergangenen Jahren haben, auch weiterhin zu ermöglichen. Was mich aber dann schon erstaunt, und deswegen denke ich, möchte ich da auch schon noch einmal etwas sagen, die Schuspe, mit der der Herr Siebel hierher kommt und denkt, er hat alles erfunden. Also, so etwas ist mir ja noch nicht passiert. Also, da kommt einer, und ich
Herr Siebel, ich wollte es mir eigentlich verkneifen, aber es kommt jetzt, weil das kann ich mir einfach nicht anhören. 2009 hat Ihre Partei in der Stadtverordnetenversammlung von Darmstadt noch das beantragt, die letzten Mittel, die letzte Millionen für den sozialen Wohnungsbau doch abzuplanen, weil das bräuchte man doch nicht mehr. Ich sage es deswegen, weil mein Fraktionsvorsitzender Herr Wagner gestern erklärt hat, wie kommen wir eigentlich in diese Misere. Und da haben wir doch festgestellt, dass diese Misere keine hausgemachte Misere einer Partei ist, sondern dass es ein insgesamt gesellschaftliches Problem war, wo viele festgestellt haben, dass sie sich in der demografischen Prognose eklatant geirrt haben. Wir haben einen Dreiklang zwischen billigem Geld, knappen Bodenressourcen. Wir haben eine große Nachfrage, weil einfach immer mehr Menschen bei uns leben wollen, was schön ist. Und diese drei Punkte sind in dieser Form noch nie zusammengekommen. Und deswegen haben wir ein Problem, und das müssen wir gemeinsam lösen. Dass wir dann gemeinsam an einem Strang ziehen, die Nassauische Heim als ein wertvolles Wohnungsbauunternehmen des Landes Hessen retten, ist doch gut. Dass wir gemeinsam feststellen, dass mindestens 30% für bezahlbaren Wohnungen im Sozialwohnungsbau sein muss, ist doch gut. Im Übrigen will ich Ihnen sagen, wenn wir das im Land Hessen hier mit der schwarz-grünen Koalition erst seit 2013 umsetzen, in Darmstadt haben wir es aber schon früher umgesetzt und daran gearbeitet. Und ich will überhaupt nichts dagegen sagen. Wir sind doch einer Meinung. Aber bitte stellen Sie sich doch nicht jetzt hier her, kommen noch mit einem Fabelwesen und denken, ich habe es erfunden. So kommen wir nicht weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und an diese Gemeinsamkeit möchte ich appellieren und dann noch ganz kurz zur SPD und deren Antrag. Erstens mal, gestern klang es schon an, aber ich bin auch manchmal echt einfach zu müde, solche Falschaussagen immer mal wieder zu berichtigen. Irgendjemand hat da gestern gesagt, ja, das Geld, das wir hier in Hessen investieren, käme ja sowieso zum allergrößten Teil aus dem Bund. Das ist nicht wahr. Und die Ministerin selbst hat Ihnen noch die Liste dazu gegeben. Da ist nämlich nachgewiesen, dass über 79% originäre Mittel aus dem Lande Hessen sind. Natürlich. Und deswegen auch noch einmal zu dem Antrag der SPD. Wir haben ein Gesetz, wo Darlehen ermöglicht werden, und diese Darlehen werden auch angenommen. Das ist schon einmal ein Beispiel dafür, dass es wirkt. Aber einfach Geld als Zuschuss hineinzugeben, da verlässt man sozusagen die Steuerung. Und deswegen werden wir dem Antrag nicht zustimmen. Und ich bitte um eine breite Zustimmung für das Gesetz. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde schon, dass man darüber diskutieren muss, das, was die SPD vorschlägt, nämlich Zuschüsse dann zu gewähren, genau in einer Zeit, wo ja keine Anreize sozusagen über Zinsvergünstigungen möglich sind. Also ein Problem der Wohnungsbauförderung in den letzten Jahren ist doch tatsächlich, dass wir, so absurd das klingt, sehr günstige Zinsen haben. Wenn also die Zinsen für Bautätigkeit bei 1% oder unter 1% liegen, warum soll sich denn dann auch sozusagen eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft in die Situation begeben, zumal die ja auch alle nicht nur sozialen Wohnungsbau bauen, leider. Wir fordern ja, sie sollen zu ihren Ursprüngen zurückkommen an dieser Stelle, aber das ist ja sozusagen faktisch nicht der Fall. Warum sollen die denn in einem höheren Maße als in der Vergangenheit dann tatsächlich sozialen Wohnungsbau bauen und damit die entsprechenden Auflagen, die sie natürlich und Verpflichtungen, die sie eingehen, auch noch erfüllen? Also insofern ist es zwingend notwendig, dass eigentlich schon seit Jahren man über Zuschussprogramme nachdenkt. Und das ist ja jetzt erst sozusagen Bestandteil der Diskussion, so erlebe ich das
auch der Koalitionsfraktionen geworden, das grundsätzlich zu überlegen bzw. da sich nicht zu sperren. Ich will darauf hinweisen, dass unsere Fraktion seit dem Jahre 2010 in jedem Jahr zu den Haushalten entsprechende Anträge zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus eingebracht hat. Und diese Anträge, wer genau hinguckt und sie liest, der stellt fest, dass das ein Zuschussprogramm ist, also es ist ein Zinsreduzierungs- und ein Zuschussprogramm in einem, gestaffelt sozusagen nach Jahren, in den ersten Jahren, so jedes Jahr kontinuierlicher unser Antrag zum Bau von 10.000 Sozialwohnungen in Hessen, die zwingend notwendig sind, um den Bestand zu erhalten, noch nicht einmal sozusagen darüber hinauszugehen, den Bestand zu erhöhen. Also diese Riesenzahl, das kann nur geschultert werden, indem auf der einen Seite die Wohnungsbaugesellschaften, auch die Nassauische Heim, aber auch die ABG, auch der Bauverein und wie sie alle heißen, GWH, dazu gebracht werden, sich auf den sozialen Wohnungsbau und den Wohnungsbau für kleine und mittlere Einkommen zu konzentrieren und gleichzeitig Anreize zu schaffen, dass sie das auch tun und Angebote zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Insofern muss ich sagen, ich warte mal ab, wie das Programm angenommen wird. Das KIPP-Programm, das ja ausläuft, hat dazu geführt, wie wir wissen, dass im vergangenen Jahr ganze 241 Sozialwohnungen gebaut wurden. Also, das ist die Größenordnung, um die es geht. Ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Programm, das wir heute beschließen werden, da tatsächlich mehr dazu beiträgt. Ich weiß auch, Frau Ministerin, dass man natürlich die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nicht auf einmal nachholen kann, auch und gerade nicht im sozialen Wohnungsbau. Das ist mir durchaus bewusst. Aber dennoch will ich darauf hinweisen, dass Ihre Bilanz nach 4,5 Jahren so schlecht ist, dass Sie alle Anstrengungen unternehmen sollten, auch im Interesse der Bevölkerung, hier tatsächlich sozusagen wirkungsvoll durchzugreifen, damit wenigstens in der nächsten Legislaturperiode, wer auch immer die Regierung stellt, im sozialen Wohnungsbau endlich sich etwas tut. Vielen Dank, Kollege Schaus. Für die Landesregierung spricht die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr, Priska. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, ich bin noch etwas verblüfft über die Debatte, muss ich sagen, weil anscheinend sind Sie nicht alle auf der Höhe der Informationen, die Sie aber alle haben könnten, wenn Sie schlicht und einfach die Richtlinien lesen würden für die soziale Wohnraumförderung. Wir haben ganz vielfältige, unterschiedliche Programme für Studierende mit einem Zuschuss, nicht nur Darlehen, sondern auch mit einem Zuschussanteil. Wir haben ein Programm für den ersten Förderweg mit Zuschussanteil. Wir haben ein Programm für mittlere Einkommen mit einem Zuschussanteil. Das WIP ist ein Nachfolgeprogramm für das KIPP. Das hat beides keinen Zuschussanteil, wird aber sehr gern von den Kommunen angenommen, weil sie nämlich nicht komplementär finanzieren müssen für die einzelnen Wohnungen, wie das bei dem sozialen Wohnraumförderprogramm ist. Das ist sozusagen die Erleichterung. Deswegen wird es gerne angenommen. Und ich kann Ihnen einmal sagen, in den letzten beiden Jahren sind für die soziale Wohnraumförderung Mittel bereitgestellt worden für 1.300 Wohnungen, für das KIPP 1.500 Wohnungen. So, da können Sie sehen, dass beides sehr gut abgerufen wird. Wir haben Programme für die Baulandoffensive zur Unterstützung der Kommunen, damit sie Bauflächen akquirieren. Wir haben demnächst einen Liegenschaftsfonds zum Ankauf von Flächen, die wir
vergünstigt abgeben können in Erbpacht für soziale Wohnraumförderung. Wir haben ein Haushaltsvermerk, dass wir Landesflächen vergünstigt abgeben können für soziale Wohnraumförderung. Wir haben ein Unterstützungsprogramm für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Wir haben ein Programm für nachhaltige Wohnumfeldförderung, damit wir soziale Infrastruktur und Grünflächen mit fördern können, wenn die Kommunen in die Bebauung einsteigen. Wir haben den Schwerpunkt Wohnen im Städtebauprogramm. Jetzt verabschieden wir das WIP. Wir haben 1,7 Milliarden € für 20.000 Wohnungen für 60.000 Menschen. Ich kann ja verstehen, dass es der Opposition, besonders Ihnen, Herr Siebel, sehr wehtut, dass Sie nur reden können und wir aber handeln. Aber wir werden weiter handeln zugunsten der Bürgerinnen und Bürger und für die soziale Wohnraumförderung im Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Stärkung von Investitionen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch ein Wohnrauminvestitionsprogramm in dritter Lesung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die SPD. Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben worden.